Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Hopfach im LS19. Und ja, wie man sieht, ich habe ein bisschen nachgeforscht und unser Stroh ist nicht mehr grün, sondern es ist wieder goldgelb, so wie es auch sein sollte. Ja, Giants hat da einfach beim Patch 1.3 irgendwie die Pfade geändert und da musste man in einer Datei so ein paar Werte von Data in Dollar Data umnennen und schon hat das alles funktioniert. Ja, zum Glück habe ich die Lösung relativ schnell gefunden und ja, wir können hier wieder schön weitermachen, so wie es sich auch gehört. So, jetzt fehlen hier noch 2000 Liter, bis der Gute hier voll ist. Also da warten wir einfach mal noch ein bisschen. So, 600 Liter hat er. Können wir auch gleich mal gucken, ob er hinten die Wände schafft, weil das war ja immer so das Problem, so ein bisschen, dass das einfach nicht wirklich funktioniert hatte. Da müssen wir gleich mal gucken, ob er da rumkommt oder ob er einfach geradeaus weiterfährt, weil das war nämlich das eigentliche Problem, das wir da hatten. Da würde ich warten, dass wir mit dem Abfahren einfach noch warten, bis er da um die Ecke rum ist. Und dann, ja, dann müssen wir eh unser Anhängerchen hier leer machen schon. Ja, du kommst ans Ende langsam, aber sicher. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wir fahren mal. Ich weiß nicht, wo er jetzt hinfährt. So, ja, dreh rum, weiter rum. So sieht's gut aus. Jo. Aber dass unser Fast Truck jetzt durchdrehende Reifen hat, das ist nicht gut. Das heißt, da müssen wir gleich mal hingucken. Ja, hat sich erledigt. Gut. Ich habe nichts gesagt. So, aber guck mal, wir sind voll hier. Das heißt, ab ins Lager mit dem guten Hafer. So, wie sieht's denn sonst aus? Der Kartoffel-LKW fährt auch schon wieder eine Tour weg. Das ist gut so. Aber wir werden dann eh gleich mal rüber gucken zum Roder, was der denn so treibt da drüben. Ja, auf jeden Fall wird der Roder gerade abgetankt. Das funktioniert also alles noch nach wie vor sehr gut. So wie das eben sein muss. So, dann können wir doch mal ganz kurz, während der abtankt, ja, der steht hier, na klar, wieder
nicht so günstig. Da fahren wir den mal kurz aus dem Weg hier. So. Gut, du machst hier dein Ding weiter. Also das ist der LKW, der hat gerade die Hälfte schon mal angeliefert. Ja. So, aber wir müssen weiter mit oder zu unserem Drescher wieder. So. Dann warten wir mal noch kurz, bis der hier ums Eck ist. Ja, macht er schon, sehr gut. So, jetzt probieren wir heute mal abtanken aus der Innenperspektive. Ich glaube, das wird lustig werden. Wir müssen irgendwie so parallel fahren. Ja. Er macht irgendwas. Sieht doch gut aus. Gut, dann lassen wir den mal wieder ein bisschen weiterfahren. Wir haben 4700, also brauchen wir noch 3. Ja. Bin ja ehrlich gesagt am Überlegen, ob wir nicht den einen Abfahrer abziehen sollten und mit dem, also ich, wenn, dann würde ich den Waldras selbstverständlich abziehen, weil der Fast Truck ja mit der höheren Geschwindigkeit sinnvoller ist, den fahren zu lassen, aber den Waldra abzuziehen schon mal für Bodenbearbeitung. So, gucken wir. 7000. Naja, 400 Liter fehlen noch. Ich glaube, das werden wir auch machen. Mal gucken wir, dass wir den hier voll bekommen. So, 8000 Liter. So, dann würde ich nämlich sagen, wir setzen ihn hier jetzt rauf auf den Curseplay-Kurs und wir schnappen uns den guten Waltra. Ich glaube, das ist ja auch der gemietete Anhänger, hängt da dran. Dann können wir den nämlich auch wieder zurückgeben. Und damit, nee, warte, wir machen das anders. Waltra. Entlassen. Wir sagen, du beginnst am ersten Wegpunkt. Das heißt nämlich, dass du zurückfährst und wartest am, hoffentlich am letzten Trigger. So, ja, einmal umdrehen.
Gut, das sollte aber, denke ich mal, funktionieren. So, dann können wir nämlich in der Zwischenzeit uns noch ein bisschen um den hier kümmern und dann, wenn der Valtra zurück ist, dann können wir gucken, beziehungsweise wir gucken gleich mal, was wir denn so mit dem Feld, was ist das, 45 machen können, dürfen, müssen, weil das ist ja unser erstes Feld, das ja quasi schon wieder bearbeitet werden muss. So, sofort abfahren. Gut, ja. Feld Nummer 45 hier oben. Da können wir gleich ansehen. Sehr schön. Brauchen wir gar nicht groß rummachen. Jo. Gefällt mir. So, wo ist der Valtra? Der ist schon mal auf dem Weg. Das ist sehr gut. Dann kann ich nämlich noch ein kleines Schlückchen trinken mal. Dann lassen wir den mal noch ein Stückchen selbst fahren. So. Und den Rest machen wir selbst. So, da müssen wir nur überlegen, was wir denn ansehen. Wir hatten ja jetzt Sojabohnen da drauf, das heißt, das müsste was anderes drauf. Müssen wir gleich mal gucken. Ich würde auf einem der großen Felder würde ich gerne mal irgendwann Körnermais machen. Aber das werden wir machen, wenn wir pflügen müssen. Wobei ich glaube, wir müssen gar nicht. Müssen wir pflügen? Wir müssen ja immer nur kalken bei den Früchten. Ja, müssen wir uns überlegen. Ansonsten müssen wir halt einmal mit dem Pflug oder mit dem Grubber da drüber donnern. So, aber erstmal geht der gemietete Anhänger zurück. Ja, zurückgeben. 1,9 Stunden haben wir ihn in Arbeit gehabt. Ja. Gut, ist dann halt vielleicht jetzt so, dass dann der Abfahrer zwischendurch mal stehen bleibt, aber wir können ja jetzt mal gucken, warte mal. Wir haben den ja zuletzt eingestellt auf 100% Abfahren, den machen wir jetzt mal auf 90. Das heißt, auch wenn er jetzt nicht ganz voll wird, wird er trotzdem den abfahren. Weil sonst ist er nachher irgendwie bei, sagen wir mal, bei 95% und er wartet wieder und dann ist der Rode einfach zu schnell voll. So, wir müssen hier erstmal aufladen. Haben wir hier noch irgendwo Saatgut rumstehen? Ich glaube nicht. Das heißt, wir machen das gleich mal direkt hier am Silo. So, einmal Dünge. Und Saatgut. So, dann würde ich sagen, dass wir einfach mal vorne anfangen sozusagen und machen Weizen drauf. So. Da
Das heißt, das hier kann weg, weil wir das alles gleich selbst machen werden. Ach, da drüben ist der Drescher schön am Arbeiten. Ach, und ich habe das wieder mit dem LKW falsch gemacht. Das ist jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, setzt der sich halt zurück, was das Abfahren von ja, Getreiden oder Früchten geht. Und das setzt sich halt immer wieder auf den ersten Wert zurück, also auf Weizen, und das hat er jetzt wieder geladen. Gut, da müssen wir halt gleich mal rüber und den umstellen. Beziehungsweise das werde ich nach der Aufnahme machen. Das hatten wir in der letzten Folge ja schon gehabt und müsst es ja nicht nochmal mit angucken, wie wir vor zurückfährt da und das alles macht. So, aber ich muss dem Hürlimann noch sagen, dass er wieder manuell auf den Drescher reagieren soll, weil der doch schon relativ voll ist. Und das automatisch den Drescher finden ist ja nur, wenn er auf dem jeweiligen Feld steht, und da wir den Kurs ja hier so mittendrin haben enden lassen, muss das eben manuell erscheinen oder geschehen. So, während der jetzt hier fährt, können wir hier weiter düsen. Ja, der Kartoffel Roder, so heißt das Ding, ist voll, aber der Abfahrer, der Fast Truck hat schon entleert, das heißt, der müsste ja rein theoretisch gleich hier irgendwo vorbeikommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, das heißt, er müsste eigentlich irgendwo am Hof gerade sein. Oder ist er vorbeigehuscht und ich habe das nicht mitbekommen? Naja, ist auch im Grunde egal. So, dann machen wir hier jetzt mal so nach der Textur hier gerade Bahnen und werden erstmal die Lücken so ein bisschen auffüllen und dann können wir im Grunde immer lange Bahnen fahren. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Gut, aber ich denke, wir werden mit dem Sehen hier dann in der nächsten Folge weitermachen, weil wir schon wieder am Ende für heute sind. Und ich werde gleich den Kartoffel-LKW einmal umprogrammieren und dann, ja, dann sehen wir uns morgen früh um 9 Uhr wieder. Bis dahin, macht es gut. Und so, einmal noch hier rum. Ja, und tschüss, würde ich sagen. Wir sehen uns.